Heimat war eigentlich überall für mich. Ich hatte mein Kind immer dabei. Es ist eigentlich immer gut gegangen irgendwie. Ich bin Ilse-Dore Lange, 100 Jahre alt, gerade geworden. Lebe mit meinen Kindern, bei meiner Tochter und meinem Schwiegersohn im Haus, in der oberen Wohnung, habe eine Wohnung für mich alleine. In Danzig-Langfuhr, das war damals noch Freistaat. Ich brauchte für meine Hochzeit, für meine Heirat, noch eine extra Genehmigung vom Freistaat Danzig, um in Deutschland heiraten zu dürfen. An sehr vieles. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verdränge die ganze Zeit der Flucht. Die Zeit des Ausgebombtwerdens, die Zeit der Flucht nach Schlesien und von Schlesien nach Deutschland, das verdränge ich gerne. Ich war damals 27 Jahre alt und hatte ein Baby, das 2 bis 3 gerade alt war. Konnte gerade mal ein paar Worte sagen, nicht? War auch noch nicht ganz sauber, also, aber es ging schon. Also es waren keine sehr schönen Zeiten. Aber trotzdem habe ich das alles eigentlich immer gut gemeistert. Also eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber das musste ja nun sein, also musste ich es auch machen. Auch wenn wir nicht nur ungewollt, wir waren da nicht ungewollt. In Schlesien waren wir auch nicht ungewollt. Schlimm war es erst in der Zeit, wenn wir aus Schlesien nach Deutschland kamen. Da ging es erst los, dass wir nicht gewollt waren, weil wir nichts mehr hatten. Wir waren ja armen Kirchenbaus, nichts, gar nichts war da. Und das war eigentlich eine nicht schöne Erfahrung. Ich bin schon hingefahren. Ich habe mir furchtbar ganz viele Gedanken erst darüber gemacht, soll ich es tun, soll ich es nicht tun. Aber dann habe ich es doch getan. Ich habe eine Schiffsreise gemacht. Und da haben wir dann auch in Danzig ein paar Tage gehabt. Da habe ich natürlich Bernstein auch gekauft. Ich hatte ja nichts mehr davon, ich war ja alles weg. Und das war sehr schön. Heimatgefühl. In Köln habe ich mich auch heimisch gefühlt. Trotzdem, wir mussten ja viel umstellen. Wir waren ja Pünktlichkeit gewöhnt. Und Zuverlässigkeit, und das ist hier beim Kölner ja nicht, eigentlich gar nicht drin. Nicht? Aber wir haben uns da gut mit abgefunden, also ich habe mich gut darauf eingestellt, auf die kölnische Art. Ja, eine Wohnung, das ist das Wichtigste, meine ich. Und nette Nachbarn, also Umgebung, dass man da ein bisschen Zuspruch hat. Das braucht man schon. Sonst wird man einsam, nicht? Das denke ich oft dran. Und da denke ich oft dran, dass wir eben die Sprache beherrschen, in die wir rein evakuiert wurden. Und da bewundere ich die Menschen, die unsere Sprache ja noch lernen müssen, nicht? Egal, ob hier in Deutschland unser Deutsch lernen müssen oder wir nach Frankreich geht, die müssen ja alle erst einmal die Sprache erlernen, nicht? Und das ist nicht so leicht. Aber wenn man mit der Sprache schon vertraut ist, ist das schon viel leichter. Deshalb bewundere ich die jetzigen Flüchtlinge noch mehr, was sie alles mitmachen müssen, nicht? Haben Sie einen Wunsch? Oh, ich möchte reich sein und viel verschenken können. Ich schenke sehr gerne.